F mal die Karrieremodus-News entscheiden unser Team. Wir sehen hier direkt schon Paris Messi, aber das wird natürlich noch nicht sehen. Okay, es ist doch noch Hummer. Aber hier ist natürlich Lionel Messi, der hier gerade bei Paris vorgestellt wird. Das wäre natürlich ein bisschen zu einfach. Wir werden aber jetzt immer ein paar Tage weitergehen und dann einfach gucken, ja, was für ein Team wir am Ende hier haben. Wir sind in der Bundesliga und in der Champions League unterwegs. Und ich würde sagen, wir starten direkt rein, so eine Woche später am 8. Bleibt natürlich dran. Ich bin sehr, sehr gespannt. Weitere Vorschläge immer gerne in die Kommentare. Und jetzt sehen wir hier die erste News. Also auf den allerersten Spieler müssen wir hier reagieren und diesen Spieler hier einfach holen. So, wir können den Spieler anzeigen. Das ist auch noch ganz wichtig. Und wir sehen einen Mittelstürmer, 77er Gesamtstärke. Ja, hätte besser sein können, hätte aber auch viel, viel schlechter sein können. Wir gucken mal, was ist noch so passiert. Ja, die Sachen mussten wir natürlich ignorieren. Aber ich bin sehr gespannt auf die nächste Woche. Beziehungsweise wir gehen jetzt einfach mal zum 12. Juli. Unser zweiter Spieler. Wegen Torwart müssen wir später noch gucken. Also ich hoffe, wir bekommen einfach einen Torwart. Sonst müssen wir uns da noch was überlegen. Manchester United, das ist doch schon mal richtig gut. Und Bellarabi, ja, das hätte für Manchester United Verhältnisse auch viel, viel besser sein können. 79er Gesamtstärke. Aber wir arbeiten uns so langsam so ein bisschen hoch. Ja, aber hier auch eine Neva. 30 Millionen ist der gewechselt. Der wäre wahrscheinlich ein bisschen besser. Wolfsburg holt hier Bremer. Auch der wäre natürlich besser gewesen. Aber gut, wir können uns das jetzt hier nicht aussuchen. Machen wir hier am 15. weiter mit unserem dritten Spieler. Bis jetzt nur Angreifer bekommen. Wir hoffen natürlich auch auf defensive Verstärkung. Paris jetzt einfach mit einer Verpflichtung. Ja, okay, ZM ist auch okay. Und ich würde sagen, das ist auch ein guter Spieler. 83er Gesamtstärke, hat noch ein bisschen Potenzial. Solche Spieler brauchen wir hier natürlich. Und ist auch das Beste, was hier momentan passiert ist. Und bis jetzt auch der teuerste Spieler, der gewechselt ist. Diese Spieler haben wir hier verpasst. So, jetzt gehen wir natürlich hier für unseren vierten Spieler wieder an den Montag hier ran. Da ist der Kalender ja so ein bisschen anders im Karrieremodus. Wir gucken direkt mal, welcher Spieler würde uns erwarten. Ja, okay, einen eigenen Spieler, den können wir natürlich nicht verpflichten. Deswegen müssen wir hier reingehen und sehen. Okay, wir haben erstmal das Vorbereitungsturnier gewonnen. Spieler des Turniers haben wir auch bekommen. Ja, jetzt sind hier gar keine Transfers mehr am Start, oder wie? Okay, dann gehen wir einfach mal auf Eilmeldung. Und da sehen wir einen Transfer. 41 Millionen. Es ist ein weiterer offensiver Spieler. Rechtes Mittelfeld. 82er Gesamtstärke. Der jetzt hier zu Leicester City gewechselt ist, aber natürlich direkt wieder weiter wechseln wird. Es gab aber auch hier einen 56 Millionen Angebot, beziehungsweise einen Transfer. Aber gut, der wäre sowieso von der Gesamtstärke ein bisschen schwächer gewesen. Dafür Potenzial besser. Wir können uns, wie gesagt, das weiterhin nicht aussuchen. Gehen wir also jetzt direkt zum nächsten Donnerstag, 22. Juli. Welcher Spieler wird uns erwarten? Wie gesagt, wir müssen doch was für die Defensive tun und doch nicht mit so einem Logo. Ich glaube, Longford Town, das ist einfach der schlechteste Verein. Das kann doch nicht sein. Also gut, in diesem Format sollte uns das nicht wundern, aber wir müssen einen 55er verpflichten. Okay, das ist jetzt nicht die Verstärkung für die Defensive, die ich mir gewünscht habe. Aber auch sowas kann hier passieren. Also der Start noch richtig gut. Aber ich hoffe mal, dass es keinen schlechteren Spieler hier gibt, der noch wechselt. Wir gucken natürlich direkt hier wieder zum nächsten Montag, welcher Spieler uns da erwartet. Wie gesagt, auf der Torhüter-Position, da müssen wir gleich mal schauen, was wir da machen. Und jetzt sehen wir den nächsten Spieler, Valencia. Okay, das ist, denke ich, nicht ganz schlecht. Die Nummer 7 ist er bei Valencia und schon wieder ein rechter Mittelfeldspieler. 79er Gesamtstärke, also ja, rechtes Mittelfeld haben wir bis jetzt schon genug. Und wenn ihr noch nicht genug habt hier von dem Format, dann lasst jetzt einen Daumen nach oben da. Lasst uns wieder die 1000 Likes bei diesem Format hier knacken. Es macht immer extrem viel Spaß. Damit ihr natürlich keine Folgen verpasst, lasst ihr auch ein Abo da, ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren, damit ihr wirklich kein Video hier verpasst. Also, schnell machen, auf dem Weg zu den 100k, auf dem Weg zur neuen Frisur. Den können wir heute leider nicht bekommen. Aber wenn es extrem gut ankommt, dann können wir das Ganze auch nochmal mit Ikonen machen, wo wir dir dann einfach zu verschiedenen Vereinen packen. Jetzt sehen wir Liverpool und das ist doch mal richtig gut, Toni Kroos. Ja, und nach dem 55er, auf den Schock erstmal ein richtig guter zentraler Mittelfeldspieler. 88er Gesamtstärke, aber nicht bei Liverpool, sondern hier bei unserem Verein in der Bundesliga. Ja, viel besser geht's auch gar nicht. Der wechselt einfach für 88,1 Millionen. Ich glaube, damit haben wir wieder den Top-Transfer. Ja, genau so ist es. Also, ich glaube, wir können uns hier nicht beschweren auf der ZM-Position. Gut, einen 55er bekommen, aber dafür, ja, auch zwei Top-Transfers einfach. Wir haben also jetzt hier schon mal 7 Spieler am Start. 4 Stück fehlen dann natürlich noch und auf der Torhüter-Position. Also, wir brauchen schon einen Torwart. Sonst verlieren wir gefühlt alle Spiele. Das wollen wir natürlich auch nicht. Wir wollen schon so ein bisschen mitspielen hier. Aber natürlich sollen die News das entscheiden und wir werden das Ganze jetzt so machen. Den Torwart, den wir als erstes einfach sehen in den News, den werden wir verpflichten. Wir können ja direkt auch hier reingehen. Wir müssen gar nicht weiter simulieren. So, hier bei den Transfers gab es, glaube ich, noch keinen. Das wäre ein Innenverteidiger gewesen. Vereins-News, ja gut, das bringt uns natürlich nicht so viel. Vereins- oder News aus aller Welt. Spieler des Turniers. Ja, das ist ein Mittelstürmer. Okay, das ist sogar unser Spieler. Okay, Eilmeldung. Hier müssen wir nochmal reingucken, aber da steht natürlich auch nichts anderes als bei den Transfer-News. So, jetzt werden wir hier kurz rausgenommen, aber wir gehen hier wieder ein paar Tage weiter. Also, wir sind jetzt hier am 30. So, das zählt natürlich
natürlich noch nicht der nächste Spieler, sondern wir müssen den nächsten Torwart hier suchen. Das heißt, Niklas Stark, den dürfen wir hier nicht verpflichten, auch wenn das eine richtig gute Verpflichtung wäre. Wir sind, wie gesagt, immer noch auf der Suche, ja, nicht nach einem Linksverteidiger, sondern nach einem Torwart. Aber ich glaube, das wird richtig, richtig schwierig. Ich werde es jetzt nochmal eine Woche lang versuchen. So, 2. August, Petersen wechselt aber natürlich auch kein Torwart. Mittelstürmer hier, nochmal Mittelstürmer, rechter Verteidiger, nochmal rechter Verteidiger und nochmal Stürmer. Also Torhüterwechsel extrem selten hier momentan. Und die Saison fängt gleich an, deswegen müssen wir hier kurz umschwenken. Also Torwart werden wir trotzdem den ersten verpflichten, den wir sehen. Aber wir machen jetzt schon mal weiter mit Spielern hier am nächsten Donnerstag. Da wird sich wieder ein Spieler hier hoffentlich gut entscheiden für einen guten Wechsel. Beziehungsweise ein guter Spieler hier zum richtigen Zeitpunkt. City-Logo, das verspricht doch schon mal einiges. Ja, aber es ist ja ein Transfer für 20 Millionen nur. Embolo, 77er Gesamtstärke. Und ich meine, Manchester City-Logo und dann 77er Gesamtstärke. Das ist schon eine sehr krasse Enttäuschung. Florian Neuhaus, der nächste ZM, der heftig gewesen wäre. Aber ja, das ist natürlich eine bittere Sache. Wir gucken nochmal ganz kurz hier die Spieler durch, ob irgendwo ein Torwart mit dabei ist. Bis jetzt noch keiner leider da. 3 Spieler haben wir jetzt noch übrig. Wir gehen hier wieder an den Montag gucken. Direkt mal Bundesliga startet in dieser Phase, beziehungsweise in dieser Woche. Jetzt sehen wir auch den Bundesligaspieler vom FC Augsburg. Ja, war jetzt natürlich nicht das, was wir uns erhofft haben. Wieder ein Stürmer und wieder eine Gesamtstärke, die jetzt nicht besonders gut ist, beziehungsweise uns in der Offensive verstärkt. Euer Sabal hier einfach zu Atletico gewechselt. Das wäre natürlich auch ein Hammer-Transfer. Und jetzt müssen wir hier mal reingucken. News aus aller Welt. Da sehen wir jetzt auch so ein paar Spieltagsergebnisse und so weiter. Vielleicht sehen wir ja da irgendwo einen Torwart. Hier sehen wir schon mal Innenverteidiger, beziehungsweise Allgemeinverteidiger. Augsburg besiegt Aue, beziehungsweise Aue besiegt Dresden. Und hier sehen wir einen Torwart und ich glaube, den werden wir jetzt einfach verpflichten, auch wenn es nicht so wirklich viel Sinn macht. Aber ja, das ist der erste Torwart, den wir irgendwie in den News hier sehen. Ich meine, er steht komplett vorne. Natürlich ist es nicht der beste Keeper, das können wir direkt schon sagen. Aber darum geht es ja nicht. Wir wollen einfach den ersten Torwart, den wir hier sehen, verpflichten. So, wir müssen also hier in die 3. Liga rein nach Torhüter suchen und jetzt natürlich den richtigen Torhüter hier finden. Aber da wird, denke ich, immer der Stammkeeper angezeigt. Der hat natürlich jetzt nicht das richtige Gesicht mit drin, aber ich denke mal, das ist der Stammtorhüter. Ich glaube, der sieht so ein bisschen mehr danach aus, aber macht gar keinen Sinn, dass ein 55er da angezeigt wird am Spieltag. Hier nochmal der kurze Gesichtsvergleich. Ja, und ich denke mal, das ist er. Vielleicht ein bisschen anderes Licht, aber der hat ganz klar die Frisur. Die anderen sehen so ein bisschen anders aus. Macht gar keinen Sinn, dass die Ersatzkeeper da sind. Deswegen einen 69er Keeper dürfen wir uns hier holen. Und jetzt dürfen wir uns nur noch einen weiteren Spieler hier holen. Und ihr seht, wir haben bis jetzt einfach keinen einzigen Defensivspieler. Hoffentlich ändert sich das jetzt hier am Donnerstag, am 12. August. Gucken wir direkt mal in die News und gucken, ja, was uns da einfach erwartet. Welcher Spieler wird es jetzt hier? Der letzte Transfer. Wir sehen, ein Schalke-Logo kommt schon. Jetzt muss es ein Verteidiger sein. Und es ist auch ein Verteidiger, Sané. Es sind zwar keine Transfer-News, aber trotzdem die News entscheiden. Hier in der Liste wäre noch Günther. Der war natürlich als Linksverteidiger ganz gut gewesen. Aber die News sagen natürlich ganz klar was anderes. Zumindest ist es ein Verteidiger. Das war ja unser Wunsch. Das ist doch nochmal eine gute Sache. 75er Gesamtstärke. Die werden natürlich jetzt hier alle verpflichtet. Aber ich würde sagen, um uns nochmal zu ärgern, das übrigens jetzt hier die besten Spieler, werden wir uns jetzt hier nochmal 3 News angucken und gucken einfach, welche Spieler wir verpasst haben. Und ich würde auch sagen, dass wir im Dezember bzw. im Januar dann nochmal 3 Chancen bekommen auf neue Spieler, damit die Rückrunde dann natürlich nochmal so eine neue Würze bekommt. Vielleicht ein bisschen spannender wird, je nachdem, wie es hier aussieht. Wir haben noch keine Spieler verpflichtet, gucken aber jetzt erstmal rein, was in den News steht, welchen Spieler haben wir hier verpasst. Ja, und wir sehen den EA Sports Logo, wir sehen einfach ja Mittelfeldspieler, also wahrscheinlich Thiago oder De Bruyne. Wir müssen uns ja gar nicht entscheiden. Und direkt die nächste News, die wir jetzt hier sehen vom 1. FC Köln und die verpflichten einfach, ja, einen Innenverteidiger. 73er Gesamtstärke. So, letztes Mal, dass wir jetzt hier im Sommer reingucken, wie gesagt im Dezember, da lassen wir uns noch was offen, beziehungsweise im Winter. Jetzt sehen wir hier wieder eine Aufstellung und Salah steht, glaube ich, am weitesten vorne, aber ja, den dürfen wir uns nicht holen. Aber natürlich jetzt andere Spieler, die wir verpflichten. So, und jetzt sind natürlich die News voll hier mit unseren Spielern, die wir jetzt hier verpflichten. Und wir haben ja auch eben sowas schon gesehen, zum Beispiel mit der Premier League, wo Salah und so weiter standen. Da hätte man theoretisch auch alle 3 Spieler verpflichten können. Das können wir ja beim nächsten Mal machen. Und hier am Deadline Day wird dann auch der letzte Spieler verpflichtet. Und wir ziehen das ganze Ding jetzt auch einfach mal komplett durch. Ihr seht, der ZM, der ist ja auch wirklich Stammspieler. Sagen wir es einfach mal so. Ich hoffe auf die Rettung im Winter. Und wie natürlich zu erwarten mit dieser Aufstellung, kassieren wir eine komplette, ja, Katastrophe hier in der Hinrunde. Ein paar Spieler haben wir zwar noch gewonnen, aber ja, Pokal sind wir schon rausgeflogen. Und auch in der Liga werden wir auf keinen Fall mehr was gewinnen. Vielleicht können wir aber noch den Abstieg verhindern. Das ist jetzt hier unser Ziel. Wir gehen jetzt hier nochmal in den Januar rein. Okay, und gegen Dortmund einfach mal gewonnen. So,
wir wollen jetzt natürlich wieder an einen Montag oder Donnerstag, gehen wir hier einfach mal an den Montag ran und gucken einfach mal, welcher Transfer vielleicht oder welche News da ist. Könnte auch der Torbojka oder sowas in die Richtung eingeblendet werden. Wir sehen ein Juventus-Turin-Logo. Ja, und es ist zumindest ein Verteidiger. Der verhandelt zwar und es ist kein fester Transfer, aber das ist uns natürlich egal. Wir kriegen hier einen Rechtsverteidiger. Aber ein Nkunku, der wäre einfach ja ein paar Sekunden später gekommen. 86er Gesamtstärke. Okay, das ist natürlich bitter. Aber ja, sind wir mal ehrlich, das Einzige, was uns irgendwie, glaube ich, noch vor dem Abstieg retten kann, ist jetzt ein richtig krasser Torwart. Gucken wir hier also direkt mal am Donnerstag, ob das passieren wird. Jetzt können wir das natürlich nicht so wie im Sommer machen, einfach nach dem ersten Torwart suchen, den wir finden, sondern wir müssen uns auf unser Glück verlassen. Und ja, das ist zwar gut. Okay, wir müssen gucken, wer am vordersten steht, ist Messi. So haben wir das ja eben auch bewertet und wir dürfen uns tatsächlich Messi jetzt einfach holen. Aber wie gesagt, es ist trotzdem so ein bisschen bitter, denn ja, es ist natürlich kein Torwart. Messi steht auch als erstes hier in der Liste. So, hoffen wir jetzt, wie gesagt, noch auf einen Torwart hier am 10. Januar, dem letzten Tag, wo wir nochmal aktiv in die News reingucken und einfach gucken, ja, was passieren wird, welchen Spieler hier wir bekommen. Wir schauen direkt rein und wir sehen, ja, unser Logo, das zählt natürlich nicht. Ich glaube, den Torwart, den können wir auch, ja, bei uns selber natürlich logischerweise nicht mehr wieder kaufen. Gucken wir also auf die nächste News und die kommt auch von uns. Ich habe noch nicht mal die Vertrags- oder beziehungsweise die Angebote hier rausgehauen. Embolo ist wieder zurück und jetzt sehen wir ein Liverpool-Logo und es ist Jürgen Klopp. Ja, okay, den können wir aber auch nicht verpflichten hier. Ich würde sagen, wir gehen einfach erstmal weiter, so ein paar Tage. Ich glaube, an dem Tag sollte es einfach noch nicht so weit sein. So, jetzt 13. Januar. Es ist jetzt nicht Freitag, aber wir hoffen jetzt einfach auf was Gutes. So, wir schauen einfach mal. Und Porto-Logo, wie gesagt, Torwart wäre gut. Und es ist, ja, kein Torwart, es ist die Nummer 7. Aber zumindest wechselt er hier für 37 Millionen. Aber es hätte auch bessere Sachen hier geben können. Ja, beziehungsweise gar nicht. Also, können wir damit zufrieden sein? Okay, und warte mal, den Rechtsverteidiger, den können wir gar nicht kaufen. Denn der hat schon einen Vorvertrag bei einem anderen Verein unterschrieben. Das heißt, wir müssen gleich nochmal in die News. Ist aber, ja gut, doch, ist schon schlecht. Ich hätte schon gerne einen Verteidiger gehabt. Verschieben wir also kurz noch die Angebote für diesen beiden Spieler. Beziehungsweise für diese beiden Spieler gucken wir also noch einmal rein. So, jetzt aber wirklich allerletzte Chance hier Montag, 17. Januar. Jetzt ist es hier, glaube ich, denke ich mal, vorbei. Gucken wir einfach direkt rein, was hier so in den News steht. Und wir sehen ein Logo vom AC Mailand. Und es ist Vardy, 24 Millionen. Ist natürlich eine gute Verstärkung, ganz klare Sache. Hoffen wir einfach mal, dass der uns mit Messi zusammen hier in der Liga hält. Aber es hätte hier auch ein Innenverteidiger sein können. Ich glaube, der hätte so ein bisschen mehr gebracht in der Simulation. Auch hier nochmal ein anderer Innenverteidiger, 83er Gesamtstärke. So, Messi ist jetzt natürlich auch bei dem Team. Ja, wir hoffen natürlich, wie gesagt, dass wir nicht absteigen, aber es sieht momentan extrem gut aus, denn wir sind hier auf dem 12. Platz mittlerweile. Schauen wir einfach, was mit diesem Team hier noch möglich ist. Es ist ja immer so ein halbes Experiment, aber ja, wir können es ja nicht anders machen, außer bei der Torhüter-Position, aber da haben wir dann auch kein Glück gehabt. Selbst der erste, den wir gesehen haben, war jetzt nicht besonders gut. Champions League, klare Sache, da sind wir natürlich auch rausgeflogen. Schauen wir aber mal, wie die Rückrunde hier in der Bundesliga mit Lionel Messi so aussieht. Aber es sieht nicht besonders besser aus, das war auch klar. Ihr müsst vielleicht mal ein paar Regeln in die Kommentare schreiben, wie man das vielleicht besser lösen könnte, dass man sich immer irgendwie einen 75er Torwart oder so gibt bei solchen Challenges. Okay, gegen Dortmund hier wieder gewonnen. Denn wie gesagt, wenn man da auf der Torhüter-Position so Pech hat, beziehungsweise da extra lange suchen muss, ist auch irgendwie blöd. Aber hier müssen wir erstmal in die Playoffs. Ja, okay, es geht doch noch um den Abstieg. Heißt natürlich 16. Platz für uns. Der 12. Platz hat also schon ein bisschen getäuscht. Bayern hier mit 20 Punkten Vorsprung Meister. DFB-Pokal Dortmund gegen Bayern im Finale. Torwart nur mit 5 Spielen ohne Gegentor. Das, ja, was eigentlich noch gar nicht so extrem schlecht ist. Zumindest ein paar Spiele. So, der Mittelstürmer, der hat hier am meisten Tore gemacht. Und wir müssen in der Relegation gegen Schalke 04 ran. Hinspiel 1:1. Ins Rückspiel gehen wir natürlich hier rein. Okay, die Vereinsfarben bzw. Trikotfarben machen jetzt keinen Sinn. Aber ganz egal, wir gehen einfach rein. Hoffen nochmal auf einen Sieg. Und das ist der Sieg. Messi mit einem Doppelpack. Beziehungsweise mit einem Dreierpack hier einfach. Zumindest der Wintertransfer hat sich hier nochmal ordentlich gelohnt. Klickt euch jetzt gerne direkt zum nächsten Video. Danke für jeden Support und bis gleich.